Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte Sie hiermit recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz mit unserem Parteivorsitzenden Martin Schürdewan begrüßen. Die Themen der heutigen Pressekonferenz sind natürlich die Gasumlage und zudem anlässlich des ersten Jahrestages der Machtübernahme der Taliban auch Afghanistan. Im Anschluss sind wie gewohnt Fragen möglich und damit möchte ich dann jetzt auch das Wort an Herrn Schürdewan übergeben. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, aber das Thema Gasumlage treibt ja nicht nur Sie, sondern die gesamte deutsche Bevölkerung gerade intensiv um. Die Katze ist jetzt aus dem Sack gelassen. Die, wie heißt sie doch gleich, Trading Hub Europe GmbH, also ein privates Tochterunternehmen der Gasnetzbetreiber, hat heute den Preis kundgegeben, wie stark private Haushalte belastet werden zukünftig mit der Gasumlage, nachdem die Bundesregierung die Weichen dahingehend gestellt hatte und das Energiesicherungsgesetz geändert hat. Man muss sagen, die 2,4 Cent pro Kilowattstunde, die da heute in den Raum gestellt wurden, sind natürlich eine schallende Ohrfeige in das Gesicht vor allem der einkommensschwachen Haushalte, der Menschen mit geringem Einkommen in diesem Land. Die Bundesregierung setzt leider die Politik fort auf diese Krise, in der wir uns befinden, also die Energiekrise, die Kaufkraftkrise, die Inflation, mit einer Politik, die die Axt anlegt am sozialen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, in diesem Land und den sozialen Frieden gefährdet. Und das ist völlig inakzeptabel. Die Gasumlage ist ein völlig falscher Weg. Zudem schätzen jetzt einige Wirtschaftsinstitute, wird dadurch die Inflation nur weiter angetrieben, also die Kaufkraftentwicklung sich weiter zum Negativen verändern, dass die Inflation, schätzt man jetzt von 7,5 derzeit auf 10% ansteigen könnte, sollte uns alle eine eindeutige Warnung sein. Die einseitige Belastung der Bevölkerung durch die Bundesregierung in dieser Energiekrise ist nicht akzeptabel. Die Kernfrage bleibt weiterhin, wie die Lasten dieser Krise gerecht verteilt werden können in der Gesellschaft. Es wird Sie nicht verwundern, dass wir da ganz andere Antworten geben, als die Bundesregierung es bislang getan hat. Wir fordern nach wie vor, dass die Krisengewinner und auch Kriegsprofiteure an dieser Stelle durch eine Übergewinnsteuer endlich ihren gerechten Anteil an der Krisenlast zu tragen haben. Gerade die Energieunternehmen, die Ölmultis und so weiter, die verdienen sich gerade dumm und dämlich. Das wissen wir. RWE hat jetzt sogar angekündigt, dass sie auf die Gasumlage verzichten können, weil die Gewinne, die sie in der Situation gerade einfahren, so groß sind, dass sie die gar nicht brauchen. Das gibt uns doch alles sehr zu denken, dass hier einseitig die Bevölkerung belastet wird. Wir brauchen stattdessen eine Entlastung, gerade auch der geringeren Einkommen oder der Menschen mit geringeren Einkommen. Uns schwebt vor, dass anstatt die Menschen an den Heizkosten verzweifeln zu lassen, so wie auch der Mieterbund warnt, die Bundesregierung sich endlich aufrafft, den politischen Mut findet, die Deckelung des Gaspreises durchzusetzen und zielgenaue Entlastungen für die Menschen mit geringem Einkommen in diesem Land umzusetzen. Das zu diesem Thema. In dem Zusammenhang möchte ich aber auch noch erwähnen, dass die zweite Seite, also neben den sozialen Aspekten der Energiekrise, an diesem Wochenende auch groß die ökologischen Folgen der Energiekrise im medialen Rampenlicht standen, nämlich dadurch, dass in Hamburg die Klimabewegung sich getroffen hat, dort ein Klimacamp durchgeführt hat. Ich möchte im Namen meiner Partei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten danken dafür, dass sie auf die ökologische Dimension der verfehlten Krisenpolitik hingewiesen haben, dass sie gesagt haben und deutlich gemacht haben für die Klimabewegung, dass es kein Rollback bei der Energiewende geben darf, dass es kein Zurück einerseits zu fossilen Energieträgern und auch zur Atomkraft geben darf. Also vielen Dank von meiner Partei an dieser Stelle an die Klimabewegung. Zweites Thema, das angesprochen wurde, der Einsatz in Afghanistan ist vor einem Jahr zu Ende gegangen. Wir erinnern uns alle an die dramatischen Bilder des überhasteten Abzugs. Und leider muss man konstatieren, dass nicht nur unsere Kritik an dem Militäreinsatz damals richtig war, also die desaströsen Konsequenzen dieses Militäreinsatzes sind für uns heute alle noch erkennbar und sichtbar, aber auch die desaströsen Konsequenzen des übereilten Abzuges der Bundeswehr aus Afghanistan. Die Bundesinnenministerin Faeser hat jetzt gesagt, dass ihr das Schicksal der Ortskräfte nicht egal ist und dass sie jetzt ein Jahr später alles dafür tun wird, die Leute dort so schnell wie möglich aus Afghanistan herauszuholen. Es handelt sich immer noch um 8.000 Menschen und deren Familien ein Jahr später. Das erscheint mir doch reichlich spät, aber besser spät als nie, muss an dieser Stelle gesagt werden.
Die Menschenrechtssituation ist eine Katastrophe in Afghanistan. Unter der Taliban-Herrschaft erst an diesem Wochenende haben wieder Frauen auf den Straßen demonstriert. Die Situation von Mädchen, die nicht mehr zur Schule gehen können, ist uns allen bekannt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass den Ortskräften eine Perspektive auch in Deutschland geboten wird. Das Bundesinnenministerium ist dazu aufgefordert, sich entsprechend politisch zu engagieren und nicht wieder ein Jahr zu brauchen, bevor man irgendjemand da rausholt. Gleichzeitig möchte ich in dem Zusammenhang noch Mali kurz ansprechen. Der UNO-Einsatz oder die UNO-Mission MINUSMA ist ja jetzt ausgesetzt, also der Bundeswehranteil daran zumindest. Auch hier steht die Bundesregierung in der Pflicht, dass sich ein solches Drama wie in Afghanistan nicht wiederholt und den Ortskräften eine Perspektive gebeten wird, dass sich deren Schicksal in Mali nicht wiederholt, so wie es sich in Afghanistan ereignet hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, dann besteht jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr Schödewan, Herr Pellmann sagt, dass jetzt montags immer demonstriert werden muss, ähnlich wie damals gegen Hartz IV, jetzt auch gegen die Bundesregierung. Sehen Sie das auch so? Ich hatte Ihnen ja einen heißen Herbst der sozialen Proteste gegen die soziale Kälte der Bundesregierung angekündigt. Von daher freue ich mich, dass es in der Partei so breit aufgegriffen wird und wir entsprechend auch in der Gesellschaft aktiv werden. Das entspricht genau dem, was ich angekündigt hatte. Und ich freue mich, dass die Partei da so aktiv ist. Ein Zusatz noch zur Gasumlage. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was Ihr Vorschlag wäre oder Ihre Alternative. Über Gewinnsteuer habe ich verstanden, aber ist die Gasumlage zu hoch oder sollte die überhaupt nicht erhoben werden? Und was wäre dann mit Unternehmen, die deswegen pleite gehen? Danke. Na, der Staat hat sich ja bereit erklärt, Uniper zu retten mit 15 Milliarden Euro. Das heißt, wenn es eine solche Rettungsaktion gibt, also ich finde es richtig, dass man Energieversorgungsunternehmen an dieser Stelle den Energieversorgern auch klar macht, dass sie nicht pleite gehen können, weil sonst die Energieversorgung in der Gesellschaft natürlich als Ganzes in Frage gestellt ist. Aber wenn der Staat sich so massiv daran beteiligt und in diesem Falle sogar eine Sperrminorität erreicht, dann muss er mindestens Einfluss auf Geschäftsentscheidungen nehmen. Das heißt, die Energiewende muss auch bei solchen Unternehmen vorangetrieben werden. Er könnte auch darüber nachdenken, und das wäre eigentlich unser Weg, diese strategischen Schlüsselindustrien wie zum Beispiel Energieversorger zukünftig wieder zu vergesellschaften und in öffentliche Hand zu übernehmen, gerade wenn ein privates Unternehmen ins Trudeln gerät und mit Milliarden an Steuergeldern gerettet werden muss, wäre das eigentlich eine logische Konsequenz an dieser Stelle. Das heißt, wir brauchen einen Schutzschirm, vor allem für kommunale Versorger an dieser Stelle. Eine weitere unserer Forderungen, die im Übrigen auch vom Städte- und Gemeindebund geteilt wird. Wir brauchen eine entsprechende soziale Absicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher, einen Schutzschirm für Kommunale. Und wenn der Staat einspringen muss bei Privaten, dann muss er natürlich entsprechend auch auf die Geschäftsentwicklung, auf die strategischen Entscheidungen des Unternehmens einwirken. Und wenn er sogar so große Anteile erwirbt, wie zum Beispiel bei Uniper, auch über eine Teilvergesellschaftung wieder nachdenken. Zu den Protesten und zu dem heißen Protestherbst fragen. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Prophezeien Sie einen derartigen Herbst? Rufen Sie zu diesen Protesten auf oder will sich Ihre Partei daran beteiligen oder vorangehen und wenn ja, in welcher Form? Sehen Sie, Sie drängen mich in die Rolle des Propheten. Ich bin ja ein rational denkender Mensch und wenn ich mir die gesellschaftliche Entwicklung angucke und die Entwicklung der Kaufkraft und vor allem im Bereich der Energiepreise und der Mieterbund davon spricht, dass Millionen Haushalte Probleme haben werden, die Heizkosten zu bezahlen, vor allem die mit geringeren Einkommen, dann wird sich natürlich in Deutschland Protest dagegen regen. In Österreich rufen die Gewerkschaften zu einer großen Kundgebung Mitte September auf. In Frankreich organisieren sich linkes progressives Bündnis, will auch große Demonstrationen veranstalten. In Großbritannien gibt es im Moment eine sehr, sehr starke Bewegung, auch getragen unter anderem von Gewerkschaften. Enough is enough und andere Stichworte fallen dort. Also überall in Europa gibt es eine soziale Protestbewegung gegen die Kaufkraftentwicklung, gegen die Energiepreisentwicklung und gegen die Inflation insgesamt und gegen die falsche Politik der jeweiligen Regierung, die dort versucht wird, umgesetzt zu werden, um diese Krise irgendwie in den Griff zu kriegen. Das wird auch in Deutschland passieren. Da drängen Sie mich zwar in die Rolle des Propheten, aber ich bleibe einfach bei meiner rationalen Art. Das wird passieren. Und deswegen laden wir als Linke an dieser Stelle auch ein, Sozialverbände, die sozialen Bewegungen, also die Mieterinnenbewegung, die Klimabewegung, auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsam dafür zu sorgen, dass Druck auf die Straße gebracht wird, auch Druck vor die Konzernzentralen gebracht wird,
um diesen Druck weiter an die Bundesregierung zu geben, damit die ihre falsche Krisenpolitik sowohl was die soziale Frage als auch was die ökologische Frage betrifft korrigieren muss. Und dass die Dinge, die wir vorschlagen, unsere konkreten Vorschläge ja auch überzeugend sind, sieht man daran, wie intensiv zum Beispiel um eine Übergewinnsteuer diskutiert wird, wie intensiv die Frage der Fortsetzung des 9-Euro-Tickets diskutiert wird, wie intensiv mittlerweile auch vom DGB, von der DGB-Spitze zum Beispiel die Frage des Gaspreisdeckels aufgegriffen wird. Also unsere konkreten Vorschläge sind tragfähig. Die Bundesregierung hat sich leider für einen anderen politischen Kurs entschieden. Und weil sie sich für den falschen politischen Kurs, nämlich einen unsozialen, entschieden hat, und die einseitige Belastung, vor allem einkommensschwacher Haushalte, also der Menschen mit geringem Einkommen, werden wir diesen Protest mit unterstützen, werden ihn da, wo wir können, auch organisieren. Und ich bin mir sicher, dass er so wirkmächtig wird, dass es zu einer Kurskorrektur kommen muss. Fange ich mal mit dem Gaspreisdeckel an. Vielleicht können Sie kurz noch mal erklären, wie Sie sich den vorstellen, wie der finanziert werden soll, ab wann der irgendwie einsetzt und inwieweit er sich möglicherweise auch von dem unterscheidet, den der DGB vorschlägt. Die zweite Frage ist, die Bundesregierung, Kanzler Scholz hat ja ein drittes Entlastungspaket angekündigt. Warum warten Sie das nicht einfach ab? Das ist ja sozusagen noch in der Diskussion. Und die dritte Frage, dann will ich auch noch mal auf den heißen Herbst zurückkommen. Es gehört ja nicht so wahnsinnig viel prophetische Gabe dazu, sowas vorauszusagen. Das Problem in Deutschland ist nur, dass der heiße Herbst im Moment vor allen Dingen sich von rechts anbahnt. Und von links sind eigentlich nur Sie da, eine 4%-Partei, deren Mobilisierungsgrad man möglicherweise auch nicht überschätzen sollte. Inwieweit haben Sie denn Antworten oder Reaktionen von Gewerkschaften, Sozialverbänden? Sie haben ja die Gewerkschaften in anderen Ländern erwähnt. Hierzulande scheint die Gewerkschaft von sich aus jedenfalls nicht zu Protesten aufzurufen bislang. Vielen Dank für die Fragen zum Gaspreisdeckel. Zunächst, da gibt es zwei Modelle, die derzeit auch in anderen europäischen Ländern umgesetzt werden. Spanien und Portugal haben sich entschieden, den Preis für das gekaufte Gas zu deckeln. Das heißt, da wird praktisch zu einem Festsatz das Gas von den Anbietern eingekauft. In Spanien und Portugal ist das weniger russisches Gas, mehr algerisches Gas zum Beispiel. Der Preis, wenn ich mich recht entsinne, beläuft sich dort auf 50 Euro pro und dann, ich glaube, Kubik irgendwas sozusagen. Muss ich nochmal gucken an der Stelle, werden wir Ihnen nachreichen. Und dadurch werden die gesenkten Preise an die Energieversorger weitergegeben und damit werden wiederum keine Preisaufschläge bei den Endverbrauchern und Endverbrauchern realisiert. Das ist das eine Mittel sozusagen, dass man einen Festpreis definiert. Und die zweite Frage ist die eines Grundkontingentes, was wir vertreten als Linke, was den Haushalten, den privaten Haushalten zur Verfügung gestellt wird. Ähnlich sieht das auch der DGB, fordern also ein Grundkontingent, was mit einem Fixpreis versehen wird, sodass die Haushalte sicher sein können, dass sie den Winter über heizen, duschen, kochen können. Und man kann entsprechend dann, wenn darüber hinaus verbraucht wird, dann einen höheren Preis zahlen oder wird ein höherer Preis gezahlt. Damit hat man gleichzeitig nochmal einen Anreiz dafür, tatsächlich auch Gas einzusparen. So, das wäre sozusagen das zweite Modell. Das sind die zwei Modelle, die derzeit auch in anderen europäischen Ländern praktiziert werden. Wie gesagt, das Grundkontingent wäre unsere favorisierte Variante. Und zum dritten Entlastungspaket glaube ich, können vor allem die Leute nicht, die ab dem 1. Oktober die Gasumlage zahlen sollen. Und deswegen ist es richtig, jetzt politischen Druck zu entfachen, damit diese falsche Politik korrigiert wird. Das dritte Entlastungspaket ist für den Beginn des kommenden Jahres angekündigt, unter anderem mit einer Reform des Wohngeldes, damit mehr Menschen Zugang haben zu Heizkostenzuschüssen. Das ist erstmal im Prinzip zu begrüßen. Solange das aber im Wagen bleibt, reicht das natürlich vorne und hinten nicht aus. Die Menschen müssen schon wissen, wie sie durch diesen Winter kommen. Und Politik gewinnt dadurch an Vertrauen, indem sie auch klar kommuniziert. Da wird ja häufig von ehrlicher Kommunikation in der Bundesregierung gesprochen. Ich finde, das ist eine total verfehlte Kommunikation, wenn einfach die Eckdaten nicht benannt werden und nicht deutlich gemacht wird, wer am Ende tatsächlich Anrecht auf die Unterstützung hat oder nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, was kommuniziert wird, ist ja auch, dass die Einführung des Bürgergeldes, also die vermeintliche Überwindung von Hartz IV, was im Grunde genommen Hartz V wird dann das Bürgergeld. Auch da ist nicht deutlich, wie die Höhe aussehen soll, wie sozusagen Sozialhilfe
Empfangene am Ende dann auch tatsächlich ausgestattet werden, um die Inflationsentwicklung irgendwie abfedern zu können. Nahrungsmittel sind im letzten Jahr um 20% angestiegen. Ich meine, der Regelsatz für Nahrungsmittel ist ein Witz, das wissen Sie so gut wie ich. Das heißt, da muss natürlich erheblich draufgelegt werden. Wir brauchen, die Sozialverbände fordern derzeit eine Anhebung um, ich glaube, circa gut 200 Euro auf circa 680 pro Person. Wir sehen mittelfristig das als einen Zwischenschritt an, also unterstützen die Sozialverbände in dieser Forderung, wollen aber letztendlich eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1200 Euro, damit die Menschen tatsächlich nicht von Armut bedroht sind. So, das sind unsere Vorstellungen an der Stelle. Also abwarten gilt nicht, sondern ganz im Gegenteil politischen Druck entfachen. Und der heiße Herbst wird, wenn ich das richtig sehe, vor allem von uns, von der Linken, thematisiert, weil wir dem Unwillen in der Bevölkerung, dem Unmut, der da herrscht, und auch der berechtigten Skepsis an den politischen Maßnahmen der Bundesregierung auch eine Stimme, auch ein Gesicht verleihen wollen. Und zwar ein Gesicht und eine Stimme, die so klar auch im demokratischen Feld verortet ist, dass eben die Demokratiefeinde von rechts, die Sie angesprochen haben, nicht daraus oder daran oder davon profitieren können an dieser Stelle. Die Signale von den Gewerkschaften? Wir sind in Gespräch mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern, also Bewegungen, Verbände, Gewerkschaftern oder Gewerkschaften an dieser Stelle, und wir sind optimistisch, dass es zu einer breiten Mobilisierung kommt. Die Klimabewegung habe ich ja schon angesprochen, die jetzt am letzten Wochenende das erste Mal sich schon wieder mobilisiert hat. Da ist viel zu erwarten. Ich gehe davon aus, dass auch andere Bewegungen und Verbände sich aktiv beteiligen. Und ich glaube auch, dass die Gewerkschaften in Teilen zumindest dem Vorbild der österreichischen Kolleginnen und Kollegen oder der britischen Kolleginnen und Kollegen folgen werden. Zu den Protesten, Herr Schürde, waren, dass Sie sagen, Sie sind die Einzigen, die das kritisieren, wenn man guckt in rechte Netzwerke, die kommen mit ähnlichen Argumenten. Wie wollen Sie das schaffen, diese Abgrenzung? Also Leute auf die Straße bringen, aber die Abgrenzung zu rechts. Wie genau wollen Sie das kommunizieren und wie soll das aussehen? Naja, wenn Sie sich die Proteste, die sich in der letzten Zeit von rechts erhoben haben oder von Rechtsunterstützern ansehen, dann war der zentrale Markenkern der antidemokratische Grundgestus. Und es gab überhaupt keine konkreten sozialpolitischen Forderungen in irgendeiner Form. Und auch der parlamentarische Arm der extremen Rechten in diesem Land hat keine konkreten sozialpolitischen Konzepte, die jemals parlamentarisch umgesetzt würden oder vertreten wären. Es gibt da einen absoluten Mangel überhaupt an einer Konkretion, einer Vorstellung, wie gelingende Sozialpolitik vorliegen soll. Das heißt, alles, was da passiert, wird eine Mobilisierung gegen die Demokratie sein. Was wir machen, ist mit klaren sozialpolitischen Konzepten und mit einer klaren Ausrichtung auf der Fortsetzung und der Beschleunigung der Energiewende diesen Protest aufzugreifen. Und damit lenken wir ihn in demokratische Bahnen. Und das ist eine ganz klare Trennlinie, die wir da ziehen und die auch allen, ich glaube, erkennbar ist und zu der wir alle Leute einladen, sich mit uns gemeinsam politisch zu aktivieren und den Protest eben nicht der extremen Rechten und damit einer Destabilisierung der Demokratie zu überlassen oder den Weg zu öffnen. Verstehe ich Sie richtig in der Analyse, dass Sie auch hoffen, durch die Mobilisierung neue Wählerschichten oder alte Wähler zurückzugewinnen für die Linkspartei? Naja, wir machen Politik natürlich aus dem Grundverständnis heraus, dass Parteien aggregierte Interessen vertreten. Und wir machen das auch. Wir haben eine klare Interessenvertretung. Wir treten hier ein für diejenigen, die in der Gesellschaft ökonomisch schwächer gestellt sind und auch sozial schwächer gestellt sind. Und gerade die Leute leiden im Moment unter der Energiekrise, die leiden unter der Inflationsentwicklung, und wir werden deren Position hörbar, vernehmbar und auch sichtbar in die Öffentlichkeit tragen und entsprechenden politischen Druck entwickeln. Und ich bin mir sicher, dass wir mit einer klaren Positionierung, mit klaren politischen Forderungen, so wie ich sie gerade vorgetragen habe und wie die Partei sie vorträgt, auch dazu gelangen werden, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen und darüber auch wieder stärker zu werden als Partei. Gut, das sehe ich nicht.